Ich will noch mal ganz kurz eher bei Marius reingucken, mit wie der seinen Kurzfilm gemacht hat. Es war auch noch offenes, aber auch ein bisschen längeres Video, aber da schauen wir noch rein, würde ich sagen, ne? Keinen 3D-animierten Among Us Kurzfilm. Das wäre gerade übel interessant, so, ne? Ich habe ja schon seit einer Ewigkeit wirklich Bock, so einen kompletten 3D-Animations-Kurzfilm, so ein 5-Minuten-Ding oder so, in einer Woche zu machen. Und ich habe immer das Problem, weil ich wusste nicht mit was, weil die meisten Sachen sind halt super komplex zu animieren, aber diese Among Us-Figuren sind ja recht einfach, auch zu modellieren. Und mit dem Raumschiff hast du direkt ein Setting, was halt übel geil ist. Wollen wir einfach nächste Woche die Projekte, die wir eigentlich machen wollten, schieben und das machen? Ich habe daher Bock drauf gerade. Das wäre schon sau cool, ne? Among Us, Kurzfilm in einer Woche. Let's fucking do it. Lol. Es ist endlich soweit. Ich bin so fucking hyped. Es ist Freitag, der 23. Oktober. Und dieses unmögliche Projekt geht jetzt los. Was ist denn da eigentlich wieder passiert? Ich habe irgendwie gar nichts bei Marius gerade mehr mitbekommen. Was zur fucking Hölle ist das? Weil, Freunde, wir hatten nämlich letzten Tag die Idee, so beim Animationsfilm brauchst du ja Synchronsprecher für die Figuren. Und wir dachten so, wie geil wäre es denn, wenn diese ganzen YouTuber, die halt Among Us spielen, sich selbst spielen und sprechen würden. Dann habe ich mal so ein paar Leute rumgefragt und wir haben einen Cast, Alter. Auf jeden Fall dabei ist Ju, Revi, Sascha, Papa Platte, Unge, Reeft. Angefragt haben wir noch Trimax und Knossi. Ich spiele auch noch eine Rolle mit. Das ist ein Cast, Leute, das habe ich noch nicht gesehen. Wir haben halt nur heute Zeit, um das Skript zu schreiben. Double Dankeschön für den Prime Sub. Das Skript muss halt richtig gut werden, ne? Und da wir jetzt eh schon so einen Cast haben aus Leuten, die es halt wirklich gibt und die auch viele Among Us gespielt haben, werden wir jetzt bei Skript auch uns extrem von so den geilsten Gameplay-Momenten irgendwie inspirieren lassen, die so ins Drehbuch mit einfließen lassen. Das wird safe ziemlich geil. Wäre es nicht cool, wenn du vielleicht so ein bisschen was Musik und Sounddesign machen könntest? Wenn's, wäre das nicht eine Idee? Also, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren, ne? Geil! Ey, ich warne dich, wenn du wieder so scheiß viel Details reinbaust, ne? Komm ich nach Köln und reiß dir den Arsch auf. Trimax hat gerade geschrieben, passt, er ist auch dabei. Jetzt fehlt er tatsächlich nur noch Knossi, ne? Alter, yo! Als ob, ey. Als ob die das auch einfach so schnell... Also ich weiß, dass die meisten einfach direkt Zeit haben, gerade bei so Sprechersachen, aber... Insane, dass das perfekt das geklappt hat. Das ist auch echt cool. Wir sind jetzt so bei Seite 2. Aber es ist echt auf jeden Fall tricky, dass es so eine sinnvolle Runde ist und alle irgendwie auch coole Parts haben. Aber ey, geil, dass Trimax das auch einfach dabei ist. Sascha läuft an Admin vorbei. Knossi schafft endlich die Karte. Oh baby, first try. So, nach so knapp 5,5 Stunden ist die erste Version vom Skript fertig. 5 Seiten. Jetzt werde ich alle neuen Charaktere einmal selber ansprechen, damit wir es aneinander schneiden können und gucken, ob der Flow funktioniert und wie lang das Video dann ungefähr wird. Ich werde meine beste Stimme... Noch nichts animiert, nur bis dato Sound gemacht. Oh je, Alter. Imitation auspacken. Als ob hier irgendwer irgendwen umbringt. Digga, was ist denn hier los? Digga, ich lasse mal keinen reden. Die ganzen Aufnahmen habe ich jetzt hier in Premiere zusammengeschnitten. Jede Farbe ist quasi ein Mensch. Zum Beispiel dieses Grün hier ist Trimax oder dieses Mangofarben hier ist Reef. Habe ich geschätzt, wird so 4 Minuten lang der Film? Der erste Schnitt ist 7:10. Boah, quasi. Junge. Wir werden komplett verrecken. Wir werden jetzt einmal nochmal das komplette Ding durchhören und nochmal gucken, ob der Flow gut passt und so weiter und so fort. Und dann geht's an die Pre-Visualization. Das heißt, wir gehen ins 3D-Programm und machen eine ganz grobe Repräsentation von jedem Shot, den wir später machen wollen, damit wir so eine Art Anleitung uns selbst bauen, was wir später animieren wollen, damit wir nicht einfach ins Blaue rein animieren. Auch crazy mit diesem eigenen Set, wo irgendwie dann Audio aufgenommen wurde. What the fuck geht bei denen ab jetzt inzwischen? Kekse... Smoothies hier. The fuck? Wir haben glücklicherweise ein Model von der Karte im Internet gefunden. Das heißt, da können wir schon mal drauf aufbauen. Und wenn sehr ich gut. quasi die Preview-Shots mache und mir überlege, wie filmen wir was und ich das ganze Licht mache, sitzt der Passi hier dran und designt gerade die Charakter. Zum Beispiel Unge bekommt so einen Schlee-Among Us-Charakter, den wir jetzt komplett neu gemodelt haben. Ich werde jetzt währenddessen die erste Szene in der Cafeteria machen, wo quasi alle zusammensitzen, diskutieren, weil der Hausmeister halt gerade gestorben ist. Und heute müssen wir auf jeden Fall noch die kompletten
sieben Minuten, Alter, das ist so viel, die kompletten sieben Minuten previewen, damit wir morgen halt an die ganzen Leute das rausschicken können, damit die ihre ja, Audio-Parts halt aufnehmen können, sonst wird das halt zeitmäßig nichts. Alter Vater, ey. Ja. Wer macht sowas auch? Was zur Hölle? Wir haben kurz nach sieben. Ich bin komplett destructed. Es war so ein richtig entspannter 22-23-Stunden-Tag. Aber wir haben die komplette Prävisualisierung von dem kompletten Film gemacht. Das heißt, jeder einzelne Shot in dem ganzen Film wurde jetzt schon mal so skizziermäßig vorbereitet, wie ihr hier seht. Wirklich alles wirklich von den Mad Bay Shots über irgendwelche Diskussionsrunden. Wir haben die Diskussionsrunde auch nochmal so komplett neu. Und selbst das ist ja höchstwahrscheinlich schon sicker als alles andere, was Leute schon gemacht hätten. What the fuck? Überlegt, die sieht ja ganz anders aus wie in dem Game. Und das war auch echt nochmal gut viel Arbeit. Ich weiß echt nicht, wenn ich das letzte Mal eine Schnittfeil hatte, die halt so aussah. Alter, ey. Schlafen jetzt. Knapp 4 Stunden geschlafen, es geht weiter. Denn wenn man ein paar bei dem Projekt nicht unterschätzen darf, neben den ganzen 3D-Animieren, ist es Kommunikation. Es sind ja einfach noch 8 Leute, die da noch mitmachen und die müssen alle heute ihre persönliche Version von dem Previous-Video bekommen, was wir gestern den ganzen Tag gemacht haben, wo ihr Text halt steht, den sie einsprechen müssen. Das heißt, die Videos muss ich jetzt erstmal rausrendern und dann an die ganzen Leute verteilen und denen erklären, was sie denn genau wie machen müssen, damit es klappt. Das werden viele WhatsApp-Nachrichten. Wissen ja auch dann die meisten nicht, ne? Also das ist ja immer wesentlicher Bestandteil von super vielen YouTube-Sachen, ist halt einfach Kommunikation. Wenn wir zum Beispiel auch immer jeden zweiten Tag immer mit einem Gast gedreht haben, also immer ein Solo-Video, Gastvideo, Solo-Video, Gastvideo, habe ich auch letztes Jahr halt natürlich deutlich vermehrter so viel Kommunikation einfach mit Leuten gehabt. Joanna dann auch über Managements bei Leuten, die wir noch nicht kannten oder auch mal Leute aus dem Fernsehen oder sowas. Gülşan war ja auch da. So, das schon, frisst schon krank viel Zeit, also viel mehr als man denkt. Also mit Revi jetzt, dann sage ich und dann sagt er und dann ist er da, aber mit Leuten, die man jetzt noch nicht so gut kennt oder mit denen man immer weniger dreht, das dauert manchmal schon lange, bis man da Termine findet. So Ju zum Beispiel. Ju und ich, wir probieren diesen Gin-Tasting-Termin jetzt seit 3 Monaten zu finden, weil wir es beide nicht geschissen kriegen und Corona natürlich auch. Aber es ist halt wirklich crazy, wie lange sowas manchmal dauert. So, alle müssen jetzt ihre Dateien haben, nur Knossi noch nicht, weil der noch nicht 100% safe ist. Ich hoffe, er macht jetzt noch safe mit, weil das war vom Horrorcamp dann, ne? Wir haben ihn einfach mal auf gut Glück jetzt ins Drehbuch geschrieben, das jetzt umzuschreiben, wäre stressig. Es gibt ein fettes Update und zwar haben wir hier die komplette Among Us Skeld-Karte den ganzen Tag lang heute umgebaut, sodass wir halt wirklich damit jetzt Animationen machen können. Wir haben zwar eine Basiskarte im Internet gefunden, aber da waren halt alle Texturen und teilweise halt auch Modelle und so nicht hochauflösend genug. Deswegen hat Passi halt den ganzen Tag Modelle ausgetauscht, um die besser zu machen. Und ich habe den ganzen Tag Shader und Texturen, jede fucking einzelne Textur in diesem Laden habe ich ausgetauscht, dass die halt so schön detailreich sind, wie man es hier sehen kann. Wenn man jetzt einfach mal Among Us googelt, ja, die Charaktere und alle Artworks und sowas anschaut, was einem auffällt, ist, dass halt diese Außenlinien halt überall immer sehr präsent sind in dem ganzen Spiel. Deswegen haben wir jetzt jedem einzelnen Objekt hier in dem ganzen Laden auch so eine Outlines hier gegeben. Heute passt nämlich noch so mal richtig viel Character Animation rein, denn das ist das Ding, wovor ich am meisten Angst habe tatsächlich bei dem Projekt. Die Charaktere müssen sich so lebendig bewegen, weißt du? Also sie dürfen nicht so aussehen wie Puppen. Man muss wirklich glauben, dass sie lebendig sind. Das müssen wir alles per Hand animieren. Und auf so einem Level habe ich das halt noch nicht gemacht. Passt ja auch nicht. Und deswegen, ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen. Ballern, aber ey. Immerhin, Knossi hat das jetzt. Wenn die beiden nochmal eine, können die ausbilden? Also bei den beiden kannst du sicherlich in dem Zweiergespann nochmal so ein Azubi oder zwei dazu holen. Die können noch echt richtig was lernen, glaube ich, so mediengestaltermäßig. Das ist schon crazy, Mann. Das hast du gesagt. Wir haben jetzt wirklich den kompletten Cast. Ich verspüre sonst nicht so einen Druck bei den Projekten, ne? Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, schon Pressure ist da auf jeden Fall. Ich habe mal so eine Laufanimation gemacht, so die erste. So sieht der erste Test aus. Ich bin extrem happy. Ich finde, der läuft sehr, sehr flüssig und vor allem dieser Bounce, den er drauf hat. Diese ganzen kleinen Teile steuern quasi das Skelett vom Sascha und damit wird dann quasi die Figur gesteuert. Das macht er nicht automatisch, das muss ich gestern alles aufsetzen. Das nennt man Rigging. Und an solchen Basisanimationen arbeiten wir heute Abend noch ein bisschen, dass wir halt morgen auf jeden Fall richtig schnell die ganzen Shots durchballern können.
morgen und dann aber nicht aufhören können zu arbeiten einfach. Wir haben beide noch nie wirklich viel gespielt, nur mal gesehen. Ja. Und 10 Videos so, max. Ich hoffe einfach nur, dass wir keinen Gameplay-Fehler gemacht haben bei den ganzen Skripten. Ne? So, wir haben schon wieder kurz vor drei, aber Knossi hat gerade so seine ersten Aufnahmen geschickt. Ich war bei diesem Kartending, Mensch! Geil! Sascha war's! Sascha ist es, komm hör auf! Sascha war's, sieht man doch! Hammer! Optimal! Ich glaube, wenn die ganzen Stimmen jetzt auch noch da drin sind, wird's einfach übel geil. Marius hat mich gefragt, ob ich nicht eine Stimme sprechen möchte in seinem Among Us-Film. Marius, falls du das siehst, Lul, du wirst auf jeden Fall sehen. Danke dir nochmal und jetzt nehme ich mal alle meine Lines auf. Oh, Baby! Feier ich sehr. Oh, mal schicken das alle mit Video. Genau, fang mal an. Oh nein, Digga, ich kann sowas nicht! Wer killt denn hier? Wer ist es? Wir müssen es rausfinden. Stimmt, Bro. Ich war zum Beispiel mit Revi bei Storage Kabel machen. Alright, dann machen wir das Ganze noch. Boah, auch so cringe, wenn ich hab schon so oft irgendwie in den letzten paar Jahren irgendwelche Vertonungen gemacht. So cringe, wenn man sich dabei sieht. Unangenehm. Mm. Nach wie vor die Pizza and Sausage Party. Was geht ab? Seid ihr gut drauf? Right here, Leute. Sausage Party. Die Pizza. Guckt den Film. Mal. Ich war zum Beispiel mit Revi bei Storage. Irgendjemand killt hier Leute. Wir müssen es rausfinden, Freunde. Dauernd geht dieses bekloppte Schiff in Arsch, Bro. Ich hab Sascha bei Electrical geholfen. Trimax war wieder komplett lost. Stimmt halt auch einfach. Trimax immer lost. Ah, okay. Revi geht gerade nach Navigation. Revi, chill. Ey. Marius hat, ich soll pfeifen. Ja, das wird auf jeden Fall nix. Oh mein Gott, Marius, wenn du das später in deiner Making-of-Doku reinschneidest, das wird so cringe, Alter, weil ich hier einfach sitze wie der letzte Cringe und esse hier meine Watermelon Sugar. Mm. Oh. Ja, so. Ich hoffe, das passt alles. Ich glaube, dass ich's hab. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich hoffe, dass es passt. Na, danke schon an der Stelle, mein Guter. Kuss. In der ganzen Hektik gestern, ne? Haben die wichtigsten. Boah, Alter, mit der Brille, was ist er? Auf einmal NASA-T-Shirt, auf einmal einfach Weltraumingenieur. Was denn jetzt passiert? Diese Sache habe ich vergessen, wann kommt denn der Scheißfilm eigentlich raus? Und das Geile ist, Leute, der Film kommt heute auch raus, wo das Video hier rauskommt. Und zwar heute Abend um 20:15 Uhr gibt es die allererste Primetime. Premiere. Hier auf dem, ich habe das vorher noch nie gemacht. Wir machen so eine richtig geile Premiere, wo wir alle zusammen live gucken können. Um 20:15 Uhr kommt der Film raus. Und ich will euch alle bei der Premiere sehen, ne? Ich weiß noch nicht, wie gut der Film wird, aber wir gucken uns den auf jeden Fall zusammen alle in der Premiere an. Yo, what's up? What up? Kann man schon was hören? Vince einfach wieder komplett geisteskrank. Ey, Vince, du hast mich mal wieder selber übertroffen. Das ist ja eine fucking Serienintro. Killer. Das ist echt sick. Wenn ihr euch für die Musik interessiert, dann checkt auf jeden Fall Vince vorbei. Der lädt auch direkt. Boah, eigentlich müsste Marius da so eine eigene Animationsserie mit den Charakteren draus machen. Immer wieder mit so Situationen und dann Among Us so weiterdenken in der animierten Serie. Das würde so eskalieren. Stellt euch mal vor, er macht einfach so eine Among Us-Serie und macht aber wirklich so eine andere Storyline da noch mit rein, dass sie auf ein anderes Schiff kommen und so ein Shit. Das wäre richtig nice. Wenn das hier rauskommt, sein Video hoch. Und Sounddesign kommt ja auch noch, denn das ist ja auch das krasse bei Animationsfilmen. Normalerweise bei normalen Filmen hast du ja immer schon irgendwie ein bisschen Sound mit, aber hier muss ja jeder Schritt wirklich einzeln vertont werden. Genau. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Da hab ich Spaß, ey. Ich bin hyped as fuck. Ich habe gerade eben die letzten Aufnahmen von Uwe eingebaut und jetzt sind alle Audioaufnahmen von allen Synchronsprechern ineinander geschnitten, so als wenn es wirklich ein Gespräch von denen wäre, obwohl keiner von denen wirklich miteinander geredet hat. Das war wirklich sehr gut gemacht. Geil, Alter. Wir haben jetzt gleich schon wieder 2 Uhr und wir sind immer noch dabei. Die beiden Rechner sind gerade noch an so einem Teil des Screen rum. Es ist ein Projekt, das zieht sich über Nächte, Leute, das ist unglaublich. Es ist halt super kräftezehrend, weil wir halt nonstop halt lange wach bleiben, wenig schlafen, viel vom Rechner hängen, unsere Augen gehen mehr kaputt. Und das Ding ist, warum das so lange dauert, ist, ihr müsst euch vorstellen, bei so Animationen passiert halt nichts von selber. Bei jedem einzelnen Shot, den ihr seht, ist jede einzelne Bewegung von jedem Charakter, von jeder Kamera, von jedem Licht per Hand einzeln eingemacht worden. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen alles wirklich einzeln per Hand bewegen. Das ist wirklich ein unfassbar aufwendiger Prozess. Dazu kommt halt noch jede Farbe, jedes Licht, jede Textur musste per Hand von uns reinplatziert werden. Das heißt, krass. Es ist einmal total cool, weil ihr wirklich 100% nur Sachen seht, die wir wirklich bewusst da reingepackt haben. Und eigentlich wollten wir den Film ja nur 3 bis 4 Minuten machen. Es sind jetzt über 10.000 einzelne Bilder, aus denen dieser Film besteht. Und der wird so knapp 7 Minuten 30.
Und das ist echt so fucking viel. Es ist so fucking viel. Und was man auch nicht vergessen darf, wir müssen ja all diese Bilder vom Computer noch berechnen lassen. Das heißt, diese Renderzeiten müssen wir auch noch mit einkalkulieren, auf die verschiedenen Rechner verteilen, damit wir das überhaupt zeitlich schaffen. Und ey. Also wir haben jetzt bisher jeden Tag at least 16 Stunden dran gearbeitet, in manchen auch 20 oder so. Das heißt, ich denke, am Ende der Woche werden wir bei so entspannten 110 Stunden bis 120 Stunden in einer Woche liegen. Jo. Großer Moment. Jetzt kommt die schwierigste Sequenz in dem ganzen Ding, da habe ich mega Schiss vor. Und zwar geht es darum, dass Ju halt rennt. Und wenn ihr mal so ein bisschen auf der Stelle rennt, seht ihr ja schon, wie viele verschiedene Körperteile sich richtig gut zusammen bewegen müssen, damit es halt wie Rennen aussieht. Ich habe jetzt die letzten Stunden aber zum Glück hast du keine Arme. Der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das schon reicht für die Szenen, die ich machen will. Ich werde es jetzt erstmal probieren. Das Ding ist halt nur, ich habe halt auch nicht so viel Zeit noch zu testen, weil wir müssen halt, also morgen muss halt fertig sein. Sprich, wir haben halt noch, ja, wenn wir die Nacht komplett durchmachen vielleicht, 14, 15 Stunden Zeit. Und ich muss noch. Die immer mit ihrem Durchmachen, die müssen dringend damit mit aufhören. Ich habe das schon 100 Mal gesagt. Können wir was anderes gucken? Ey, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du dich auch einfach verpissen. Ich find's übel interessant. Raumschiff-Shots einmal vom Ende machen. Die ganze Scheiße nur rendern, die fehlt. Und eigentlich Vince Sounddesign parallel irgendwie auch noch koordinieren. Das wird knapp. Ich glaube, Schlaf wird schwierig passieren. Crazy shit, ne? Wir haben jetzt gleich wieder 0 Uhr. 4 Shots müssen noch komplett von Null gemacht werden. Wir müssen noch Icons machen für die Abstimmung. Insgesamt 10 Shots rendern. Ne, mehr. Ich hab das Ending vergessen. 11 Shots, dieses Ending wird zu lang rendern. Wir werden immer richtig krank durchziehen müssen jetzt, um das wirklich bis zum Ende zu schaffen, weil ich habe gerade noch mit Vince geschrieben, Vince braucht auf jeden Fall morgen früh, wenn er aufsteht, das heißt, wahrscheinlich steht Vince so gegen 9 Uhr auf oder was, die final animierte Version, damit er das Sounddesign noch schafft. Denn morgen ist ja der finale Tag und da muss er fertig werden, auch mit dem Sound, und sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, wir müssen heute Nacht einfach fertig werden. Es gibt keine andere Option. Wir haben jetzt übrigens noch meinen Streaming-Rechner dazugehauen, weil wir haben gerade ausgerechnet, allein dieser Endshot von dem Raumschiff braucht 4 Stunden zum Rendern. Lol. Und wenn wir gleichzeitig noch arbeiten, dann wird alles nichts. Deswegen haben wir hier nochmal extra mein Streaming. Was ist das für ein Zimmer? Was haben die da alles gebaut? Auto, ich bin komplett lost. Wir rendern gerade 4 Rechner gleichzeitig, damit wir überhaupt irgendwas schaffen. Vor 3, wir rendern immer noch. Das ist die perfekte Zeit für... Junge, ey. Das ist echt crazy, Mann. 4 Rechner auch, was für ein Akt hinter sowas steckt. Das hat man so gar nicht so vor Augen, ne? Es wirkt so übel easy. Das ist so ein ganzer Marmorkuchen geballert. 4 Shots, das sind noch 3 Shots auf der Liste. Das heißt, 7 Shots müssen gerade noch gerendert werden. Alle Shots sind aber schon animiert. Und weißt du, was krass ist? Man merkt richtig krass, wie wir über die Tage immer besser geworden sind in Animationen. Ne? Umso später die Animation ist im Video, umso cleaner, besser, emotionaler ist die. Einfach weil wir so viel gelernt haben jetzt über die letzten Tage. 4:15, die letzte Frame vom letzten Shop mit dem Raumschiff hat jetzt gerade fertig gerendert. Ziehen wir das Ganze jetzt mal rüber. Ich glaube es nicht, dass es jetzt wirklich die letzte Animation war, die wir rendern mussten. Alter. So, letzten Shot reinziehen jetzt. Was für ein gutes Feeling bestimmt, ey. Jetzt flüssig aussieht, wa? Let's go. Okay, let's go. Ich bin so gespannt. Erste Mal. Alter. Ach, leg mir mal Arsch, ey. Richtig nice. Richtig gut, ja. Das hat voll gut funktioniert. Ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Ich finde es so heftig zu sehen, weil wir sehen jetzt... Beide komplett unemotionslos. Also komplett Emotionen weg, weil so müde. So viele Punkte noch. Die man noch machen könnte. Man hätte so viel noch verbessern können. So unendlich viele Sachen hätte man noch ausbessern können. Aber ich finde tatsächlich, das macht den Charme voll aus. 11.527 Einzelbilder. Alter. Jetzt rendere ich das einmal raus für dich, Vince. Und der kann den jetzt in, ja, wahrscheinlich steht der so in 4 Stunden auf, kann dann direkt anfangen, die Musik final zu machen und Sounddesign. Denn es ist ja quasi schon der finale Tag gerade und das muss heute fertig werden. Wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, Alter. Yum. Ey, was geht? So. Also
diese Animation Black Homeo, ey. Danke, danke, danke schön. Ey, ich bin so gespannt, was du Filmscore-mäßig machst. Allein dieses Theme-Song war ja so geil. Und Sounddesign, das wird das Ganze genau im Next Level heben. Ja, sicher, sicher. Was FaceTime? Kann er. Was brauchst du heute noch? Ich sag mal, mit Puffer, ja, 18 Uhr. Okay, 18 Uhr klingt nach dem Plan. Ja. Dann schaffen wir es echt in 7 Tagen mit Filmscore und allem drum dran, dieses Ding fähig zu machen. Ich krank glaub, ich einfach nur. So krank einfach nur. Bis heute Abend dann. Ruf an, wenn du irgendwie Feedback oder sowas hast, ja? Okay, ciao. Hat ein bisschen länger gedauert, das gedacht. Wir haben jetzt 22.20 Uhr am 30.10. Doch nicht 2050. Vince hat gerade die finale Soundfile geschickt. Ich werde mir das erste Mal mit Sound und fertiger Animation das Ding reinziehen. Ich bin fucking hyped. Ich freue mich richtig. Vielen, vielen Dank an alle, die bei dem Projekt mitgemacht haben, die das möglich gemacht haben. Und alles, was jetzt zusammen bleibt. Crazy. Leute, heute um 20.15 kommt der fertige Film. Ah, raus. Okay. Dann den Tag später, also am 8. Tag. Okay. Ja, Film haben wir ja wie gesagt schon gesehen. Heftig, was da reingeflossen ist. Einfach übel krankes Projekt wieder von Marius.